Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mit einem richtig fetten Opening, Mann. Das ist ein Ding, das ich habe schon seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten im Auge gehabt, aber es gab es bei uns in Deutschland, ich glaube in Europa überhaupt nicht. Das ist zu special. Das gab es nicht. Musste ich importieren und ich habe mich so oft immer gefragt, ja, brauche ich das? Ist das cool? Ist das beschissen? Jetzt habe ich es mir echt gegönnt. Hat auch gut einen Monat gedauert, bis es dann da war, bis es verschifft worden ist. Ich glaube, es ist mit dem Schiff gekommen, aber es hat echt lange gedauert, der Versand dann am Ende. Kostenpunkt, glaube ich, was war das Dollar? Ich glaube, $170 hat es gekostet. Inklusive Versand. Ne? Ja, Mann. Ich habe auch nur noch zwei weltweit gefunden. Jetzt. Ich weiß nicht, wie hoch die Stückzahl ist. Ist mir auch egal. Eins habe ich. Das andere, was ich gesehen habe, waren sehr viele Fotos. Da hat man schon gesehen, da war so ein bisschen farblich. Ich glaube, die sind per Hand bemalt. Ne, da habe ich da bei dem anderen gesehen, da wurde es sich vermalt. Das fand ich nicht so schön, aber da waren die Ränder nicht so sauber. Das sollte hoffentlich perfekt sein. Wenn nicht, ist es kacke, weil das Zurücksenden ist beschissen. Und ich wusste auch gar nicht, wie groß es ist. Es kommt mir jetzt überraschend groß vor. Ich hätte eher gedacht, es ist so die Größe ungefähr. Und deshalb hat mich der Preis auch immer abgeschreckt, weil 170 Euro, 180, 190, ich weiß nicht mehr genau, was ich gezahlt habe dann in Euros. Für die Größe, oh, muss das sein? Ist es das wert? Oh, okay. Aber hier sieht man schon mal, es war ein Spezialist am Werk, gleich doppelt verpackt. Okay, schon wird das Teil ein bisschen kleiner. Ihr seht schon, so, hier ist nichts mehr drin, aber es ist ja schon mal super. Doppelboxed, sehr gut. Also es wird schon kleiner. Vielleicht ist es am Ende wirklich noch so groß. Bin echt gespannt, Alter. Ich bin echt gespannt. Ja, gut, was ist hier jetzt da? Nochmal Styropor, nochmal klein. Das sind 5 Schachteln. Und am Ende ist es wirklich so ein Schlüsselanhänger. Weißt du? Oh, okay. Nein, es ist schon die Schachtel. Okay. Oh, Hype. Aufregung, Freude wie ein kleines Kind. Es ist echt sehr gut verpackt. Hier schauen wir uns an. Es ist schon sehr gut verpackt. Ich möchte es jetzt nicht rausziehen. Ich möchte noch nicht die Schachtel kaputt schreiben. So, sehr gut. Okay. Oh, nice. Oh, nice. Mm. So. Pass auf. Oh, schick. Slam. Von Slam. Ist das auch wirklich von Slam hergestellt? Oh, Baby. Also, für diejenigen, die es jetzt immer noch nicht wissen, ne? Hey, nice. Und ihr wisst ja, hey, der Junge, Alter, ne? Das ist der Shit. Das ist der Shit. Hey, sehr geil. So, ist auch die Figur an sich natürlich. Ist es aber limitiert oder so? Ich habe nie gelesen, dass das irgendwo. Mir wäre es nicht aufgefallen. Hardwood Classic, Slam, Sacramento Kings. Seit wann gibt es das? Irgendwie ein Jahr noch dabei. Es gibt es auch von sehr vielen anderen Spielern natürlich. Aber nicht bei uns in Deutschland, musst du alle importieren. Kein Datum, nichts. Ich würde gerne wissen, wie alt es ist. Es hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Außer die wurden halt immer wieder mal nachproduziert. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ein bisschen Magic für mich gerade. Schön. Dass ich sowas auf meine alten Jahre noch erleben darf. So ein bisschen knistern, ein bisschen. Ah, oh, Weihnachten, Geburtstag in einen. Das sind so schöne Geschenke, die man sich selber macht. Okay. Ja, das ist schon mal krass. Das ist sau schwer. Es ist kein Plastik. Oh, das ist falsch schon mal hier.
Das könnte Ding sein. Metall ist es nicht, Keramik. Könnte Keramik sein. Nice, das ist das Magazine, das ist das Buch. Schick. Ne? Das ist nicht, ey. Geiler Scheiß, Alter. Krass, er hat sogar hier eine Krause rum. Ne? Als Schutz. Das ist ein Wackel. Aber unten wird es verschraubt. Krass, das ist mit einer Mini-Mutter. Okay, also man sieht schon, ey, das ist keine Anfertigung, die in Masse rausging. Wurde auch per Hand bemalt, sage ich jetzt mal. Würde ich jetzt stark von ausgehen. Es ist ein Bubblehead. Ey, wie nice. Wie nice ist das bitte? Ey, sehr geil. Ja, Mann, das ist. Ich würde mir von keiner anderen Figur das kaufen. Einfach von ihm, weil er ist einfach der King. So. Mega. Oh, doch, hier unten steht's. Pass auf. Limitiert. Ist wirklich limitiert. Sehr cool. Haben wir schon gedacht, muss ja limitiert sein, Alter. Gibt doch keinen Menschen, der davon 50.000 Stück per Hand produziert. Das ist 272 von 504. Ey, komm schon, das ist verächt. Also für mich persönlich, ne? Für mich hat der Typ einfach einen speziellen Platz in meinem Herzen, einfach, ne? Was Basketball betrifft, was die Motivation angeht, die Liebe rauszugehen, so flashig zu spielen, wie er es getan hat, das ist so, ich kann das jemand anders nicht so ans Herz legen oder rüberbringen wahrscheinlich. Das ist einfach, wenn dich jemand so triggert, so motiviert, ne, irgendetwas zu tun, und du denkst, wow, Alter, wie cool, ich will das auch, das mache ich jetzt. Ne, das ist einfach, der hat mir wirklich so einen Input gegeben für mein Leben, auch so fürs Basketballspielen. Kannst du dir nicht vorstellen, kein anderer als der Typ einfach, hey, weißt du, nice. Und das ist echt eine schöne, coole Figur. Ja, Mann, also, weißt du, wenn du so viel Geld, für mich ist es schon viel Geld, ne? Bin ja kein krasser YouTuber, der mit einem Lambo durch die Gegend fährt, ne? Ihr wisst das ja, ich bin ja noch, bin Heizungsbauer so in der Art, ne? Vom Baugewerbe, so schaut's aus, Schlüsseldienst. Daher ist das für mich schon viel Geld, aber wenn du dann doch so viel Geld in was reinsteckst, und bekommst dann sowas, wo du denkst, ja Mann, geil. Verstehst du? Das ist dann gut investiert, weil es macht dir Freude. Wenn du dir was kaufst und es macht dir Freude, hey, gut investiert. Und das kommt jetzt in meinen Schrein, in meinen Altar. Ich habe ein kleines Ding hier bei mir stehen, nur mit Jason Williams Sachen. Es ist einfach schön, sowas täglich immer wieder zu sehen, weil du denkst, geiler Scheiß, Mann. Ey, es ist nice. Das ist wirklich nice, Mann. Freut mich. Hat sich gelohnt für mich. Und wie gesagt, gibt es echt in so vielen Figuren haben sie das hergestellt, aber nicht für den europäischen Markt. Musst du importieren. Gefunden habe ich es auf eBay. Da musst du immer wieder mal suchen. Und der Verkäufer, den ich da hatte, ich habe halt bei dem ein bisschen geschmökert. Also so viele Spieler natürlich, bekannte Spieler, Allen Iverson, aber auch Leute, wo du gedacht hast, krass, dass die auch eine Figur haben. Ich meine, Jason Williams ist nicht so der... Ja, er ist jetzt nicht so marktpräsent. Weißt du, was ich meine? Das ist keiner, der sich verkauft wie warme Semmeln. Weißt du? Jason Williams ist einfach schon special, aber flashy ohne Ende. Keiner war so flashy wie er. Das sind immer so Sachen. Ja, Mann, mega, geil. Geiles Teil, Mann. Ja, so sieht's aus. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, 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 Mr. Mike.